Das ist Karl. Karl leitet ein kleines, aber recht erfolgreiches Start-up-Unternehmen im Bereich der mechanischen Sensorik. Hier sehen Sie einen Blick in seine Werkstatt. Karl hat nun einen neuen Auftrag bekommen. Er soll ein Inspektionssystem für ein relativ einfaches mechanisches Teil entwickeln und er denkt sich, das könnte er doch ganz prima mit Hilfe einer Abbildung realisieren. Es handelt sich dabei um solche Bauteile. Einen Würfel, aus dem eine Ecke herausgeschnitten wurde. Wenn Karl nun aber einen solchen Würfel unter seinen Fotoapparat legt, dann hat er ein Problem. Die verschiedenen Flächen des Würfels sind unterschiedlich weit von der Optik entfernt und sie werden daher mit einer unterschiedlichen Objektweite abgebildet. Eine unterschiedliche Objektweite hat aber einen unterschiedlichen Abbildungsmaßstab zur Folge. Das bedeutet, dass Flächen oder Längen und Abmessungen, die im echten Bauteil noch gleich lang sind, im Bild teilweise unterschiedlich lang erscheinen. Karl möchte das aber nicht. Nachdem er nun aber schon von diesem Trick mit der Blende erfahren hat, fragt er seinen Freund Ernst, ob es nicht auch hier einen Trick gibt. Du. Optische Instrumente. Telezentrisch. Schauen wir uns das Problem doch noch einmal im Detail und im Strahlendiagramm an. Wir haben nun also ein etwas komplizierteres Objekt, das wir im Folgenden einfach einmal ersetzen durch zwei ganz einfache Objekte. Also zum Beispiel durch diesen grünen und den roten Pfeil. Wir machen nun für beide Objekte eine Strahlkonstruktion. Wusch! Was wir nun sehen, sind gleich mehrere Dinge. Zum einen ist vorne und hinten vertauscht. Aber das wäre nicht wirklich schlimm. Im Bild erkennt man das ohnehin nicht. Viel schlimmer ist aber, dass die Proportionen nicht mehr stimmen. Der grüne Pfeil wird in etwa mit einem Abbildungsmaßstab von minus 1 abgebildet. Das heißt, das Bild ist fast genauso groß wie das Objekt. Der rote Pfeil wird aber mit einem kleineren Abbildungsmaßstab abgebildet. Der rote Pfeil ist deutlich kleiner als das Objekt. Damit ist aber auch das Verhältnis von rotem Pfeil zu grünem Pfeil falsch. Wir können das Ganze auch nicht statisch lösen, dass wir unser Objektiv einfach nur auf den grünen oder nur auf den roten Pfeil scharf stellen. Denn wenn Sie sich die Verlängerung der Strahlen anschauen, würde dieser Effekt sogar noch viel schlimmer werden. Wir können uns das Ganze jetzt auch nochmal im Oslo in unserem Strahlgeschichtsprogramm anschauen. Hier habe ich eine einfache Abbildung. Und wenn ich nun die Objektweite verändere, verändert sich damit auch die Bildweite. Vor allen Dingen ändert sich dadurch aber auch der Abbildungsmaßstab. Das Bild wird unterschiedlich groß und klein. Es hilft mir auch nicht wirklich etwas, wenn ich die Bildweite konstant lasse.
Also, wenn ich diesen Abstand festhalte, in dem Fall erhalte ich bei Änderung der Objektweite einen Zerstreuungskreis. Der Schwerpunkt dieses Zerstreuungskreises ändert aber ebenfalls seine Position. Die einzige Lösung, die ich bei diesem Problem habe, ist die, dass ich versuche, die Aperturblende an eine andere Stelle zu setzen. Das mache ich gerade mal. Ich schiebe die Aperturblende weiter nach hinten. Sie sehen das jetzt daran, dass diese kleine Markierung hier entlang läuft. Und was Sie dabei beobachten können, ist, dass die blauen Strahlen weiter nach oben wandern. Ignorieren Sie jetzt bitte den Effekt, dass diese blauen Strahlen hier oben einen Sprung machen. Das ist eine besondere Funktion in diesem Programm, welches der Meinung ist, es müsste perfekte Linsen simulieren und keine paraxialen Linsen. Den Unterschied kann ich Ihnen gerne mal in einer ruhigen Minute erklären. Er ist aber nicht wirklich wichtig. Ich stelle die Aperturblende nun exakt in die Brennweite meiner Optik. Diese Linse hat eine Brennweite von 50 mm. Die Aperturblende hier steht genau 50 mm hinter dieser Linse. Und damit habe ich auf der Objektseite einen ganz besonderen Strahlengang erreicht. Was ich hier jetzt erreicht habe, ist, dass der Strahlenbüschel für alle Objektpunkte parallel zur optischen Achse verläuft. Und das hat einen ganz besonderen Effekt. Wenn ich nun nämlich beginne und mein Objekt verschiebe, dann verschiebe ich gleichzeitig diese Strahlenbüschel mit. Aber dadurch, dass diese Strahlenbüschel parallel zur optischen Achse verlaufen, ändert sich nicht mehr so dramatisch viel. Ich kann jetzt aber noch mehr machen. Wenn ich nun nämlich den Abstand zwischen meiner Linse und dem Bild wieder festhalte, und jetzt beginne, das Objekt zu verschieben, erhalte ich natürlich immer noch einen Zerstreuungskreis. Aber betrachten Sie einmal den mittleren Strahl, diesen hier. Dieser ändert seine Position nämlich nicht. Das, was jetzt passiert ist, der Zerstreuungskreis wird größer oder kleiner, aber er ändert seinen Schwerpunkt nicht mehr. Und das ist eigentlich genau das, was wir haben möchten. Ich habe mit dieser speziellen Optik erreicht, dass es eine Position gibt, an der ich ein scharfes Bild habe. Diese. Viele andere Positionen, an denen ich ein unscharfes Bild habe, an denen ich einen Zerstreuungskreis habe. Aber dieser Zerstreuungskreis bleibt trotzdem immer an genau der gleichen Position. Die Größe des Zerstreuungskreises kann ich über die Größe der Aperturblende regulieren. Wenn ich die Aperturblende entsprechend klein mache, liegen alle meine Objekte innerhalb der Schärfentiefe und ich bekomme trotzdem eine scharfe Abbildung. Ich bekomme aber vor allen Dingen immer nur eine Abbildung mit einem festen Abbildungsmaßstab. Und das ist genau das, was ich möchte. Damit habe ich eine solche Messoptik realisiert, eine sogenannte telezentrische Optik. So sieht ein solches Objektiv in echt aus. Was daran auffällt, ist zweierlei.
zweierlei. Zum einen ist dieses Objektiv riesig im Vergleich zu normalen Kameraobjektiven für die gleiche Kamera. Ein normales Objektiv wäre in etwa nur so groß wie der hintere Teil, der da hinter dem silbernen Ring noch folgt. Zum anderen fehlt an einem solchen Objektiv vollständig jedwede Möglichkeit, das Objektiv scharf zu stellen. All diese telezentrischen Objektive sind entworfen, gerechnet und konstruiert für einen einzigen, fest eingestellten Abbildungsmaßstab. Und nur für diesen macht das Ganze auch wirklich Sinn. Damit können Sie aber mit diesem einen fest eingestellten Abbildungsmaßstab wirklich ein exaktes und zuverlässiges Messsystem realisieren. Wenn Sie einmal Ihre Kamera kalibriert haben, können Sie mit einem solchen Sensorsystem immer wieder beliebige Objekte messen. Was auch immer Sie vor dieses Objekt legen. Es wird entweder scharf oder unscharf abgebildet, je nachdem, wo Sie es platzieren und welche Blende Sie einstellen. Sie haben aber tatsächlich immer nur den gleichen Abbildungsmaßstab. Und wenn Sie wissen, wie groß Ihr Sensor ist, beziehungsweise wie groß die Pixel in Ihrer Digitalkamera sind, dann können Sie diese ganz einfach umrechnen in die Objektebene und können damit Messaufgaben sehr, sehr elegant, genau und exakt durchführen. So, und jetzt sind Sie wieder dran. Nehmen wir doch einmal an, Sie brauchen für einen Laboraufbau eine solche telezentrische Optik. Sie brauchen das Ding schnell, haben keine Zeit, eine zu bestellen und Geld dafür sowieso nicht. Deswegen wollen Sie mal mit dem, was Sie in Ihrem Labor finden, einen solchen telezentrischen Strahlengang realisieren. Die Abbildungsqualität ist dabei zweitrangig. Sie sind vor allen Dingen an der Funktion interessiert. Beim Durchsuchen der Schränke fällt Ihnen eine Linse mit einer Brennweite von 50 mm und einer F-Zahl von 2,0 in die Hände, die Sie sehr gut verwenden können. Und eine Irisblende, also eine Blende mit einer einstellbaren Öffnung. Sie haben natürlich eine optische Bank mit Reitern, wo Sie diese Komponenten platzieren können. Und als Kamera möchten Sie einen CCD-Chip mit einem sogenannten 1/3-Zoll-Sensor verwenden. Das heißt, dieser Sensor hat Abmessungen von 4 mm Höhe, 5 mm Breite und einer Bilddiagonalen von 6 mm. Der Abbildungsmaßstab, den Sie realisieren möchten, soll 0,5 sein. Wenn Sie davon ausgehen, dass Ihre Linse eine ideale Linse ist, also mit der Dicke 0, wie groß sind dann die Gegenstands- und die Bildweite? Wo sollten Sie die Irisblende platzieren, bezogen auf die Position der Kamera? Und wie weit dürfen Sie die Irisblende dann öffnen, ohne dass der Rand der Linse Ihnen den Strahlengang beschneidet? Spannend ist es dann natürlich auch, welche wirksame F-Zahl diese Anordnung dann hat. Es ist nicht die F-Zahl der Linse, denn diese wirkt ja nun nicht mehr begrenzend auf das Bündel, sondern das ist Ihre Aperturblende, die weiter hinten steht. Viel Erfolg dabei! Wie immer finden Sie eine dokumentierte Lösung in Ihren Begleitunterlagen.